und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Die Bank braucht ja eine Sicherheit. Ja? Sie kaufen das Haus und dann sagt die Bank ja, okay, wir brauchen jetzt eine Grundschuld. Das heißt, das muss im Grundbuch eingetragen werden, dass wir jetzt Ihnen als Eigentümern, was weiß ich, 200.000 geliehen haben. Ja? Weil die natürlich auch sagen, hey, wir wollen das Geld ja irgendwann zurückhaben. So, und diese Grundschuldbestellung, die war früher so, das heißt, die haben den Kaufvertrag geschlossen und da war in diesem Kaufvertrag eine Vollmacht für die Notariatsfachangestellten. Und dann durften die Notariatsfachangestellten diese Grundschuld in ihrem Namen, sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer, beurkunden. Das machen heutzutage immer noch 60-70% der Notare, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen. Ich habe das aus folgendem Grund erwähnt, weil die Notare, die sich dran halten, da kann man dann Folgendes machen, dass sie, wenn sie die Darlehensverträge, sagen wir mal, vorher unterschreiben, dann können sie die Grundschuldbestellungsformulare direkt mit zum Notar bringen. Ja? Dann beurkunden sie erst den Kauf, dann wird der Verkäufer rausgeschickt, weil das geht ja nichts an, wie sie finanzieren. Und danach wird die Grundschuld bestellt. Das geht dann auch schneller, Sie müssen nicht zweimal zum Notar und diese Grundschuldbestellung, die muss er Ihnen einmal vorlesen. Verstehen werden Sie davon maximal 10%, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich verstehe vielleicht 60%, ja, aber das ist reines Juristendeutsch. Wie über Bestandesfragen? Da habe ich keine Erfahrung. Beim Notar saß ich schon öfter. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!